Du, meine Güte, Leute, wir sind hier bei Final Fantasy 15. Oh, die Scheiße am Dampfen, so gesehen. Der letzte Part war jetzt ja wieder so. Diese ganzen Sicher und jetzt hin und her. Und Ravus haben wir auch gesehen, der aber auch so sicher geworden ist. Und irgendwie sind alle sicher geworden und alle böse. Und ja, alles ziemlich shitte hier gerade am Dampfen. Und wir versuchen jetzt den Kristall wieder zu erlangen, der ja aus Insomnia am Anfang geklaut wurde. Weil der so angeblich die Sicher ein bisschen zurückhalten und was anderes bleibt nicht mehr über, weil langsam die Welt wird sonst von Sichern übernommen. Die Nächte wären schon immer länger. Das wissen wir. Wir wissen, dass einige der Götter tot sind. Es sind so viele gestorben in diesem Spiel. Eigentlich lebt nur noch Aden und wir leben. Und unsere Typis, die gerade draußen kämpfen gegen. Oh, damit. Ah, sicher, während wir versuchen, den Kristall zu holen, damit wir noch eine Chance haben. Und ich will nicht allein gegen Aden kämpfen. Amanub, da muss jetzt auch nicht schöne Musik kommen. Verarscht mich nicht. Irgendwas passiert doch gleich. Das will der doch. Der hat uns doch die ganze Zeit hierher gelockt. Der gibt uns doch jetzt nicht einfach so den Kristall. Das wird doch gar keinen Sinn machen. So, hier, kannst du haben. Ich helfe dir. Der plant doch was. Ich kenne Arlen doch. Also, sorry. お疲れ様、ノット。What is that? Alright. Der Kristall. Hi. Und wie kriege ich dich jetzt wieder nach Haus? しかろかしてくれ。死骸を。王様は違うな。やっぱり触れるんだ。それはそれは大昔の話。特効薬のない流行病が蔓延した。元凶は寄生虫だ。 その病に侵された者は化け物とみなされ殺された。当時ルシスに一人の男がいた。自分の体に病を吸い取り、一人で病人たちを救っていた男が、まだクリスタルに選ばれていなかった王は、その人々を救える唯一の男を殺してしまった。化け物呼ばわりしてな。俺の名前さ、あれ本名だけど正式名じゃなかったんだよね。アーデン・ルシス・チェラム正式名。ああ、泉谷は誰のせいだったか。ノクト、人間のお前を殺しても意味がないのだ。クリスタルの力を得て真の王になってくれ。クリスタルの、その力の音、王を葬り去るのが俺の望みなんだ。早く帰ってくれ。俺、みんなと遊んで待ってるから。Okay, the fuck? What is happening? Ich wurde gerade von einem Kristall gefressen. I don't understand. Aber hat er nicht selber gesagt, dass er unsterblich ist? Im Zug? Ende. In der Hoffnung, so die Welt vor den Sichern und der Dunkelheit
Befreien zu können, berührt Noctis den Kristall, doch statt Kraft vom heiligen Stein zu halten, wird auf einmal in sein Inneres gezogen. Er wurde reingesackt. Geil. Ich würde gerne mal auf Pause machen, aber kann ich gar nicht. I'm a bit... Excuse me? Und du bist? Elabaresio Noctis. Seiseki no chikara o pakuwae. Shin no ou no chikara o eyo. Oh, klein. Sore ga ware. Kenshin Bahamuto no keiji. Bahamut, wo bin ich hier? Nix. Was ist aus den anderen geworden? I'm scared. Okay, wo bin ich hier? Seiseki-no-naka-hoshi-no-tamashii-ga-yadoru-tokoro. Elabaresio-taru-omae-ga-shimei-o-hatasu-chikara-o-uru-tame-no-basho. Das bin ich. So viel ist mir klar. Seiによって目覚めた六神は皆この時を待っていた. これより長き時を費やし、聖石の力を指輪に蓄えよ。その全ての力が指輪に集まりし時、真の王の力は完成する。それは永遠の命を持つアーテンを打ち、夜明けを取り戻す、ただ一つの力。 Okay, ich möchte gern was dazu sagen, aber sie lassen mich einfach nicht zu Wort kommen. Shigai no genkyou taru nushi o torikomi. Hoshi ni gai o nasu chikara de furou fushi to natta mono. Sono kegareta mi o seiseki ni kobamare. Oui ni tsuku koto naku homurareta oroka na otoko. Hōkei no fukushū no tame dake ni chibou o nemurase. ついに世界をも闇で覆った。成績に選ばれ歴代の王に守られたお前を討つまで復讐は終わるまい。 Was ist diese Macht, von der du spielst? Also war Adin auch mal ein lycischer Prinz? Ja, also vom Namen ja schon, aber I don't know. Wurde er dann von seinem Vater gekillt oder wie? Weil er meinte ja vom... Ja, haben wir schon gemerkt. Wozu habe ich denn die ganzen Götter gesammelt? Schon ein bisschen zu spät, meinst du nicht? Ist ja schon alle entweder sicher oder tot. Bitte? お前の命と引き換えに力を解き放てば、全てが終わる。偽りの王は闇とともに滅び、世界には夜明けがもたらされよう。人として生きる喜びを捨て、王の使命を全うするのだ。 Das möchte ich aber nicht. Voll fies. Dann bin ich ja im Endeffekt auch noch eine Marionette, die dafür missbraucht wird, um den bösen Bösen umzubringen. Und dann kann er sterben. So, tschüss, brauchen wir die nicht mehr. What a shit einfach. Es ist sehr kompliziert. Also Adin... Er hat
die Leute, die von den Sichern befallen waren, geholfen. Oh. Das ging schnell. Ich habe Angst, ich will nicht. Ja, klar. Ich war 5 Sekunden da drin. Bin ich ein Opa geworden. Natürlich. Wo bin ich überhaupt? Mikage-Insel Steinverlies? What? Warum? What? Wo? Wieso? Weshalb? Warum bin ich eingesperrt? Ich trage immer noch die gleichen Klamotten aus... Weiß ich nicht wie vielen Jahren. 30 wahrscheinlich. Aber wir waren doch in Niflheim. Im Kristall. Und jetzt sind wir hier in einem Gefängnis und sehen naja aus. Halt schon ein bisschen... Wir waren 5 Sekunden. Naja gut, vielleicht 5 Minuten drin und jetzt auch. Ja. Darf ich jetzt aber mal zu Wort kommen nebenbei, ne? Was war das für ein Siegel? War das jetzt, kann ich jetzt Bahamut auch beschwören? Achso, ich kann gar nicht. Okay, weil. Naja, okay, die anderen konnte ich auch kaum beschwören. Ich weiß immer noch nicht, wie man Schieber beschwört oder so, weil irgendwie funktioniert das nie bei. Ich sehe voll weird aus. Okay, wir fassen zusammen. Also als Meteor hier eingestürzt ist, da wo halt auch Titan geruht. Hat, das wissen wir ja. Damit kam diese Seuche, diese Seuche, die Menschen in seelenlose Sicher verwandelt hat. Zombie-like, right? Das konnte nicht geheilt werden, außer von Adin, der die Sicher, also nein, nicht die Sicher, sondern halt die Parasiten, die Sicher-Parasiten nicht aufgenommen hat und dafür dann die Menschen geheilt hat. Aber anstatt selber daran zu erkranken, wurde er unsterblich, right? Aber weil der damalige König davor Angst hatte vor der Gabe, hat er ihn gekillt, ja? Oder wollte ihn killen, aber konnte ja nicht, weil er ja unsterblich ist. Das macht Adin, ja gut, er hat ja gesagt, er ist auch ein Lucis, das heißt, er war auch mal ein Prinz, sowas wie ein Vorfahre von Noctis dann, oder wie? Ich meine, er muss ja schon ein paar Jahre dann auf dem Buckel haben, wenn das mit den Sichern... passiert ist. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das jetzt schon her ist mit den Sichern und mit dem Meteor. Ich weiß gar nicht, ob das schon mal erwähnt wurde. But ja, und einfach aus Rache will er uns jetzt alle umbringen und die Welt ins Chaos stürzen. Ja. Na gut. Okay, tolle Story. Und wir wurden jetzt vom Kristall eingesaugt, um König des Links zu sein. Hat 5 Minuten gedauert, aber irgendwie hier in der echten Welt wahrscheinlich viel längere Zeit. Das heißt, was ist mit unseren Typis passiert? Was ist mit der Welt überhaupt passiert? Denn wir haben ja schon gesehen, dass es gerade eben schon von Sichern überflutet wurde, dass Niflheim gestört ist, Insomnia ja eh schon überall die Nächte länger und länger wurden. Das heißt, wenn jetzt noch ein paar Jahre vergangen sind... Und da weiß ich auch am Anfang des Spiels nochmal, wo es ja, ich glaube, 10 Jahre später anfing. Who knows, was jetzt mit der Welt ist. Also die könnte jetzt schon ziemlich ausgestorben sein. Das heißt, selbst wenn wir jetzt der Hoshi-König sind und uns opfern und hier den Alien besiegen, ist die Welt eh schon am Arsch und wahrscheinlich schon die halbe Menschheit oder mehr ausgestorben. Nicht so schön. Das sieht nicht sehr gesund aus, würde ich mal Umbra! Klar, die kommt einfach hier. Umbra. Hat 10 Jahre gewartet. Also wenn es jetzt wirklich 10 Jahre waren. Don't know. Was ist das? Warum ist... Hammerhead. Und woher wissen die das? Das Schicksal der Auserwählten. Klar. Wahrscheinlich saß sie da die ganzen Jahre und hat gewartet mit dem Zettel. So, ich glaube, der Hund kann auch gar nicht altern, oder? Ist wahrscheinlich wie Gentiana so ein bisschen. I don't know. Okay. Okay, ich bin ein alter Typi geworden. Ein, naja, nicht mehr ganz so sexy alter Typi. Oh, my goodness.
Okay. Oh, sexy. Und die Welt sieht nicht sehr gesund aus, würde ich meinen. Vielleicht ist dies sogar wirklich die ewige Nacht. Oh je. Kapitel 14, Heimkehr. Nachdem Noctis sein dunkles Verlies verlassen hat, was auch immer da gemacht hat, ein wenig umhergewandert ist, findet er das Boot seines Vaters am Ufer der Mikage-Insel vertaut. Dank Sids gründlicher Reparatur vor der Überfahrt nach Altischia noch immer seetauglich. Mit dem Boot bricht er auf zum Galdenkeil zurück in seine Heimat. Aber was haben wir denn da gemacht? Auf der Insel, alleine. Und wo ist der Kristall hin? Und, ja. Schon wieder so viele Storylücken. Wir waren einfach ausgesetzt, wisst ihr? Die haben gewartet, schön chillig. Der Hund saß da 10 Jahre lang mit der Notiz. Nein, die wussten wahrscheinlich genau, wann er aufwacht. Auf die Sekunde genau. Mhm. Ich habe ein bisschen Angst jetzt. Ich habe sehr viel Angst. Aber kann ich dann jetzt nochmal Sidequesten? Also jetzt allgemein, auch in der echten Welt? Oder muss ich dann wirklich wieder in die Vergangenheit? Oder, ach, ich weiß nicht. Ich habe ein Boot. Sieht nicht sehr gesund aus, ne? Das Wetter. Oh, die ewige Nacht. Ja, was habe ich gesagt? Oh, shit. Ich mag Timejumps ja auch nicht, ne? Denn was wirft halt dann noch mehr Fragen und Fragen auf, was in der Zeit... Oh, guck mal, ich habe Umbra... passiert ist und die ewige Nacht, ja, ich würde mal sagen, in den... Darf ich mal ganz kurz was sagen überhaupt? Hallo? Menü! Passiert gerade gar nichts. Leute, ich bin gerade erst aufgewacht. Macht mal ruhig. Wenigstens mein Huni ist dabei, der immer noch so aussieht wie vor zigtausend Jahren. In den zehn, zigtausend, naja, ich weiß nicht, ob 10 sind, wie am Anfang gesagt, oder was weiß ich, wie viele Jahre, but, ja. Die ewige Nacht ist ja nicht mehr schön, es sind ja nicht mehr Sterne zu sehen, dann wäre es ja wenigstens hübsch, aber das sieht ja einfach nur aus, als ob die Welt untergeht. Naja, tut sie wahrscheinlich auch mit den ganzen Sichern überall. Aber was ist denn dann mit der Menschheit passiert? Ich meine, selbst der Golden Kai ist jetzt ja irgendwie tot, ja. Aber ich habe Umbra. Und ich meine, ganz ehrlich, selbst wenn wir jetzt Alien besiegen könnten, oder können, ich weiß es nicht, das macht jetzt ja nicht das wieder gut, was bislang passiert ist. Tom Barry? Ein bisschen Probleme. Oh mein Gott, lasst mich doch in Ruhe. Ach klar. Wie soll ich das denn bitte alles schaffen alleine? Es wären ja auch gar nicht weniger. Ja, ist klar, danke. Die sind jetzt ja wirklich überall. Ich bin der König des Lichts, aber ich bin trotzdem am Sterben. Hat sehr viel gebracht, dass ich schlafe 10 Jahre. Sag mal, ich komme hier doch zu gar nichts. Oh, wisst ihr was? Fickt euch! Ich hau jetzt ab. Tschüss, war nett mit euch. 3 Kilometer. Achso, ich habe ja wahrscheinlich ja mit dem Regalia, wa? Kann ich nicht dahin warpen? Verdammt, ich gehe doch da jetzt nicht zu Fuß hin. Seid ihr bescheuert?
Nee, sorry, was ist das für ein Mist? Das ist jetzt ja Langziehen-Niveau hoch 10. Hier, 10.000 sicher, die kannst du alle umbringen. Klar, am Arsch. Das hätte da wohl gern, wa? Sag mal, soll ich da echt zu Fuß hinlatschen, ja? Ich habe hier gar nichts. Also, es kann jetzt nicht deren Ernst sein, ne? Ich mache die jetzt hier doch nicht alle alleine tot. Ich bin jetzt ja schon am Sterben. Umra, mach mal was. Ich hab nicht mal ein Regalia. Ich hab gar nichts. Ach, das ist doch kacke. Ja, wo war ich jedenfalls, selbst wenn ich, ach man, jetzt lass es doch mal. Selbst wenn ich so toll bin und Alien besiegt, die Welt ist am Arsch. Was bringt es den Leuten denn noch? Es sind wahrscheinlich alle tot. Es bringt keinem mehr was. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade machen soll, weil es einfach viel zu viele sicher sind und ich einfach scheiße schwach bin und ich da keine 3 Kilometer hin überlebe. Never ever. Aber die wollen, glaube ich, wirklich, dass ich die 3 Kilometer dahin latsche und hier überall die Viecher sind. Ach. Klar, ach, 84. Aha. Die kriege ich doch nie im Leben tot, sorry. Ich krieg ja nicht mehr mein Level 40 Viech tot. Ich hau hier jetzt ab. Ciao mit V. Nee, sorry, das mache ich echt nicht. Da sitze ich hier ja morgen noch, wenn ich hier alle Viecher umbringe. Wahrscheinlich respawnen die auch alle. Umra, Hilfe. Was ist das hier für ein Service? Die schicken das Hündchen hin mit einem Brief. Und ich kann den ganzen Weg zu Fuß latschen in dieser toten Welt. Voller Monster. Geil. Das sind Freunde. Wenigstens der Hund mag mich so. Da, 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 da. Ich bin der König des Lichts. Die Welt ist jetzt zwar schon tot. Sind das unsere Freunde? Nimm mich mit. Nimm mich mit. Nein, nimm mich mit. Wo, es lebt noch jemand. Wow. Diese eine Person müssen wir retten. And you are? Dare. Tarukoto Hasta des. What? Sofuga Amishitiyake ni tsukaete. Tarukoto? Hai. Maji des. Klar, das ist schlecht. Hi. Hi. So ist es. Oh. Noctis-sama. Kawarette. Atte karte iyo. Ano, atte karate. Hi. Wakarimashita. Ja. Tja, für ihn waren es ein paar Minuten wahrscheinlich und für die ganzen Jahre. Was die auch alles durchgemacht haben müssen dann, ne? Ich meine, ihr seht ja selber, was hier los ist. Oh, mein Mutter kann man. So, das ne. Aber ich war schon mal da. Imagoro Mina, ihr Rokondelet, um mein Masse. Als Rodokun. Kontekini war es Tarmides. Hammerhead, Tony Motschok. Kojo. Mada, so konni Arendes, ja. Sidonie sang a Sagioni demuktokino. ゴエア荷物運びですね。へえ。あ、皆さん、ハンマーヘッドの近くにいるそうなんで、そこで合流することになりました。あ、ein Zufall。Gerade an dem Tag, wo wir wieder消えてしまってから。完全に夜だけになったんです。明かりはレスタルムのメテオだけが頼りで、人は大体そこに集まってます。他の場所は？死骸に襲われることが増えたんで。 廃墟になってるとこばかりですよ。ハンマーヘッドも整備工場としてはほとんど開くことないですけど、市街大地の拠点にも使われたりで、人は出入りしてて、一応まだ店やってるってのは本当に珍しいんです。でも何度か体調崩して、最近ちょっと元気がないです。本当に今はレスタルムに引っ越したからかな。工場を共々移動するって話もあったんですが、
工場だけはあの場所にって大騒ぎでした。あれの場所が変わったら別物なんだって。まあそう言いそうだわ。シドニーさんも気にしてないから工場はしばらくあの場所かな。今のシドさんはイグニスさんの届ける新鮮な魚料理だけが楽しみみたいです。Vor allem, was ist hier los? Früher konnte ich nicht vorbeifahren, wenn man ein sicher da ist. Jetzt waren hunderte Elfen an mir vorbei. Iris und Korshogun sind im Zentrum. Sie haben die Schlacht auf allen Seiten. Gradius-san haben sich immer wieder dabei geholfen. Besonders Prompt ist im Hammerhead. Aber jetzt ist Sidonie ein Arbeitsmensch. Ignis? Ich bin da. Am Anfang haben alle gestoppt, aber... どうせ暗闇だから目が見えても意味ないって見えないままか。そうですね。でもイグニスさんはだいたい一人で平気って感じです。実際グラディオさんやプロンプトも3人常に一緒って感じではないんですよ。それぞれ仕事を受けてて一緒の時もあるしそうじゃない時もある感じで。ただ eigentlich dass es sie auch getrennt hat, dann so gesehen in den ganzen Jahren, dass sie nicht zusammenbleiben konnten als Freunde und Kameraden. Was muss das natürlich auch hart sein, ne? Wenn, wie gesagt, wirklich nur noch das Talon bewohnbar ist. Ich bin noch ein bisschen hier, also wenn ihr etwas fragen wollt, dann könnt ihr immer noch sprechen. Warum ist alles nur so depressiv? Wahrscheinlich sind wirklich schon die meisten Menschen umgekommen. Und ob wir das allein noch hier alles retten können? Ich... I don't know. Außer wählt der König hin oder her. Ich sehe schwarz. Die sieht ja noch genauso aus wie früher. Oh. 何が王だ。ずいぶん遅かったじゃねえかよ。ノクタ、本当に帰ってきたんだな。なんだよ、ったく。待ちくたびれたぞ。悪かったな。いろいろ話がある。中で聞こう。Und sonst so, ihr tragt immer noch die Klamotten von vor 10 Jahren. Entschuldigung. Ja. Oh, wenn du Heimat verlässt, beginnt die entscheidende Schlacht. Bereite dich gut darauf vor. Ja, ich dachte, wir haben jetzt viel zu bereden. Die haben immer noch die gleichen Klamotten an. Guckt euch das mal an. Oh, mein Hundi ist auch da. Hey, Hundi. Wo ist ein Gent... Ach ja, Gentiana war ja Shiva, genau. Wo ist ein Shiva? Ich dachte, wir wollten bereden. Was in den ganzen Jahren passiert ist. Nö, sollen wir gleich nach Insomnia und Final Battle oder was? Wisst ihr, so nach 10 Jahren? Ey, los, gehen wir gleich mal los und gehen wir töten. Wir bereden und nicht mal mehr einen Tag, was passiert ist oder so, ne? Nein, einfach so, es geht gleich vorwärts. Wahrscheinlich kommt da auch noch ein DLC, was in den 10 Jahren passiert ist. Lebt Luna noch? Leute, warum habt ihr nicht mehr neue Klamotten an? Das ist gerade meine größte Sorge, so wisst ihr. So, ich guck erstmal, was hier los ist. Oh. Ja, das sieht auch nicht mehr so schön aus wie früher, wa? Weil mich würde viel mehr tatsächlich interessieren, was aus den Leuten geworden ist, wie es den allen geht und so. Und wie es halt in der Welt aussieht, anstatt jetzt gleich nach Insomnia abzuhauen. You know, ich meine, klar, wir sollten uns vielleicht beeilen und den Typi mal umbringen, aber nach 10 Jahren werden sie ja wohl auch 2-3 Tage haben, mal ein bisschen zu chillen und erstmal zu erklären, was hier passiert ist und so. But no. Forschungsbericht, atmosphärische Veränderung. Bei Untersuchungen von Luftproben wurden wiederholt antisolare Partikel nachgewiesen. Die Dichte dieser russischen Teilchen erreichte bereits an der obersten Troposphäre eine Konzentration, die jegliches Licht neutralisierte. Oh. Ferner ließen sich Fluktuationen in der Stratosphäre beobachten, die zu einem Austausch von Sauerstoff in Ozonmolekülen durch antisolare Partikel führen. Es ist naheliegend, dass diese Vorgänge die Ursache fürs Verschwinden des Tageslichts sind. Ah. Gut, und wo ist Sydney und
Nicht hicken, Melina, nicht hicken. Forschungsbericht, die antisolare Partikel. Sieht nicht sehr lecker aus. Bei der Analyse von Stichproben der Atmosphäre wurden unübersehbare Gemeinsamkeiten zwischen den antisolaren Partikeln und den für die Mutation der sicher verantwortlichen Plasmodien deutlich. Weitere Experimente ergaben, dass sicher insbesondere bei ihrem Tod in großen Mengen die sich schuckenden Teilchen ausstoßen, die der Auslöser für die Veränderung eher zu sein scheinen. Ist ja natürlich schlecht, wenn man sie weiter töten muss, ne? Ach, hier ist ja auch jemand. Hi. Du sagst auch nichts. Ich hätte es echt cool gefunden, wenn sie jetzt halt wenigstens noch so ein bisschen hier... Na Mensch, ihr seid ja alle noch am Leben. Party machen, mal ein bisschen erklären. Oh, guck mal, das kann wieder laufen richtig gut. Ich dachte, er ist immer noch so blind. Aber irgendwie kommt jetzt ja gar nichts. Steht nie denn hier noch? Die haben noch gesagt, sie führt hier die... Das Buch, die führt fort, haben sie doch gesagt, dass sie hier noch ist. Wahrscheinlich waren sie einfach so faul, Sydney einen 10 Jahre älteren Sprite zu machen oder so. Ha. Ja, das finde ich schon wieder jetzt ein bisschen gerusht und lieblos gemacht, tatsächlich. Dieses, ja, gleich nach Insomnia, es wird nichts weiter erklärt oder so. Du bist einfach wieder da, lieblos, ja, los, weiter. Aber wie gesagt, vielleicht, ja. Findet ihr das hier anders, aber ich persönlich finde, es wird halt echt sehr viel raus. Geschnitten und weggemacht und einfach so mehr hingeschmissen jetzt. Gegen Ende halt vor allem, ne? Ich brauche auf jeden Fall Geld. Und ich bräuchte auch auf jeden Fall nicht die Münzen. Ein bisschen mehr Infos. Ja, die wollen mich jetzt einfach gleich im Zombie haben. Gut, ja, was soll ich machen, ne? Wenn das Spiel das so sagt und sonst mir nichts weiter gibt, sondern halt wirklich komplett nach vorne gehend ist, so, ja, ihr müsst jetzt machen, Kiri. Dann ist schlecht, dann kann ich ja nichts machen, ne? Habe ich denn wenigstens andere Klamotten jetzt? Ich meine, ich kann doch jetzt nicht so rumrennen. Und ich meine, wir sind 10 Jahre älter. Ich meine, es gibt doch... Nö. Ich sehe halt echt kacke aus. Ihr seht auch alle so kacke aus. Ich dachte, weil die hatten am Anfang ja andere Outfits, ne? Wisst ihr? So, am Anfang des Spiels hatten sie ja wenigstens noch coole Klamotten, aber jetzt ist ja wirklich, die haben einfach alle 1:1 die Klamotten von, vom, ja, Anfang immer nur noch 10 Jahren. Wenigstens das hätten sie ja machen können. Ich meine, vielleicht, nee, hier kann ich auch nichts kaufen. Ich meine, ich muss so oder so noch Sidequesten und so, nur, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Warum wollt ihr denn nichts mit mir zu tun haben, Leute? Sagt mir doch mal, was hier alles passiert ist, ha? Huh? Und hier ist auch alles tot. Könnte ich nicht nochmal nach Lestalum? Wahrscheinlich auch nicht, wahr? Ich kann wahrscheinlich nirgendwo mehr hin. Würde es wenigstens gerne wissen. Wenigstens mit dir können wir mal sprechen. Wenigstens der klärt mich mehr auf als meine Freunde, ja? Die mich 10 Jahre nicht gesehen haben. Sag mir mal bitte, wo ich neue Klamotten herbekomme. Okay, die Imperiale Armee. Würde ich auch gerne nochmal sehen, so nach 10 Jahren, aber... Der 10 Jahre Jump ist wohl wirklich einfach nur fürs Finale. Imperium? Auch tot wahrscheinlich? Natürlich, was sonst? これはイグニスさんがかなり気にしてて
ルシスにゆかりのある人物なのかって。いや、それ、だってそれで昔の文献を調べたりしたんですよ。一緒に王家のお墓を回ってみたりとか。付き合わされたのか？僕も歴史嫌いじゃないですから。それで不思議なことが分かりました。かなり昔の資料に同じ名前があったんです。アーデン・イズニアって当時の人々が 死骸に襲われたのを助けた人物って言ってました。でもその後死骸として捕まえられて、いろいろ調べて結局人間だったみたいなんですが。僕に分かることなら何でもお話しします。死骸についてもちょっと分かってきました。ああいう生き物がいるんだって。 Das haben wir ja eigentlich auch rausbekommen, vielleicht. Karera. Ja. Motor Ningen Nanda so des. Nanika Biokimitai Nichtoni Zte. Sonochtoga Shigaini Natteschma. Demo Naus Hoho Monakte. Minna Taisis Rischka Naite. Soka. Bokuni Wakarikotonara. Nandemo Hanashimas. Akordomo Shigaiga del Karate. Kekona Hitoga. Lucisio. Toyuka. 国内もですね。レスタルムには王都からも人が来てるから、帝国の管理がめちゃくちゃになって、その上死骸も出るようになったって。イリスとコル将軍が避難を誘導して、今の王都にいるのは多分死骸だけです。子供の頃暮らしてた場所だし、僕も寂しいんですけどね。取り返すよ。 そのために王様になって帰ってきたんだし、約束したろ。覚えててくれたんですね。まあな。僕に分かることなら何でもお話しします。ノクティス様、おじいちゃんのことを覚えてますか？あ、あの時僕言えなかったことがあって、おじいちゃんが死んだのは僕のせいなんです。 街で帝国軍の人に聞かれました。僕が王都の人間かどうか、一人で来たのか、家の人はどこにいる、どうしたのか。君のおじいちゃんはすごいね。大きなお屋敷に勤めているってことか。王家の人とも関わりがあるのか。だとしたら本当にすごいと僕は素直に答えました。その後すぐ ホテルにその人が来たんです。タルコット。でもおじいちゃんは本当にノクティス様たちのことは話しませんでした。なあ。はい。全然お前悪くねえじゃん。もう子供じゃねえんだから。わかるだろ。こういうのさ、言えねえ方も聞けねえ方も苦しいんだよな。言ってくれてありがとうな。 俺が解決してやれる。いいか、お前のせいじゃない。ジャレットも絶対そう思ってる。これは王様が言うんだから絶対。はい。わかりました。ありがとうございます。旅のご無事を祈っています。 Das ist hier aber wirklich nicht. Gott, ich möchte nicht. Ich will da noch nicht hin. Und vor allem nicht so. Wie sehe ich denn aus? Toller König, der die Welt rettet. Mit seinen Klamotten von vor 10 Jahren. Aber hier ist auch nichts. Sie reden nicht mit mir. Meine Kollegen selbst reden nicht mit mir. Oh geil, Noctis ist wieder da. Yay. Habt ihr Klamotten? Natürlich nicht. Ach, ich bin ja auch scheiße. Arigatou gozaimashita. Tja, hier ist nichts weiter, ne? Nur ein paar Jäger. Nicht ja mehr Shitney ist noch hier. Schade, hätte ich gern gesehen, 10 Jahre später. Aber wir haben Umbra. Oder ist das Sydney? Nee, ne? Nein, du bist auch irgendein Typi Jäger. Oh. Okay, ich speichere erstmal.
Lass mich gleich, ich guck mal gleich, wenn ich aus Dings rauskomme. Mich wundert das mit den Klamotten. Ich will die schönen Klamotten haben. Mein einziges Problem ist da, nach 10 Jahren, die Welt ist am Arsch. Ich will neue Klamotten. Ja, Entschuldigung. So, Ich gehe nur mal ganz kurz raus, ja? Ich teste nur mal. Ah, okay. Heißt, wenn ich hier raus... Also ich... okay. Das heißt, ich kann nicht an der Oberwelt mich bewegen, ja? Ich werde einfach direkt nach Insomnia geworbt. Ja, das ist schlecht, Leute. das ist jetzt sehr schlecht. Okay, also Insomnia, schlecht. Letzte Schlacht. Ich kann nirgendwo anders jetzt hin. Ich bin hier gerade gefangen. Okay, wenn ihr... Vor allem Prompto mit diesem Ziegenbärtchen. Oh, ich hasse so Ziegenbärtchen, ne? Oh, ich finde die grottig einfach. Es tut mir leid. Ich meine, die haben sich alle gut gehalten dafür, dass 10 Jahre vergangen sind. Aber das geht nicht. Okay, also ich finde es echt schade, dass die nicht mit mir reden irgendwie. So, ne? Ich bin doch gerade erst aufgewacht. Ich will mit euch ein bisschen... Hier. Haben wir uns alle lieb und erzählen uns, was wir 10 Jahre getrieben haben. Also ich habe gechillt im Kristall und habe mich mit Bahamut unterhalten, ein bisschen gepokert und so. Und ihr so? Ja? Okay, cool. Verstehe. Gut, wir haben jetzt nur 41 Minuten, but ich würde sagen, ich will noch nicht zur letzten. Oh. だな。あんまり変わってきしねえな。ほう、言うほど変わってねえよ。ちょっとそういう方か?やっぱりあれね、そう、フィンリッシュ。なんかお前らそんなに変わってなくてよかったわ。イグネス?あって話をすればな。ただ互いに頼るというよりはそれぞれが互いに任せるようにはなった。多少はさ、おっさんになったよ。 Bei Ignis hat sich, glaube ich, nichts verändert, außer seine andere Brille hat. Und Gladio hat auch nichts anderes, außer dass er jetzt ein Zöpfchen hinten hat. Ha. Huh. Und wir, ja, sind halt alt und ungewaschen geworden. Okay, Umbra, let's test mal. Komm mal hier, Hundi. Komm mal bei Fuß, Hundi. Hi. Ich meine, ich habe jetzt 10 Jahre gepennt, da kann ich jetzt nochmal, ins Lucheste, ins Altischia der Vergangenheit, Pfötchen geben. Ich versuch's einfach mal. Lass mich mal zurück. Ja, schmeiß mich mal zurück. Ich habe viel zu lange gepennt. Ich sehe aus wie ein alter Knacker. Ich habe nicht mehr vernünftige Klamotten. Schmeiß mich mal bitte zurück hier, ja? Das geht jetzt ja mal gar nicht. Nein, ich würde halt wirklich gern nochmal die Zeit nutzen und ein paar Parts Sidequesten. Auch wenn ich wahrscheinlich nicht alles machen werde, habe ich ja von Anfang an gesagt, das werde ich wahrscheinlich viel privat machen. Wahrscheinlich einfach, weil viel auch mit viel Leveln und Farm und alles zu tun hat, auch mit den Angeln und alles. Das sind halt alles Sachen, wo ich so Stunden brauchen werde und was ich wahrscheinlich keiner angucken würde, jetzt 10 Stunden angeln oder so. Ich möchte auf jeden Fall selber privat komplett durchspielen, also zu 100%, ne? But ich glaube nicht, dass ich das alles in Let's Play quetschen werde, weil es kommt einfach noch so viel Neues. Guck mal, wir sind alle wieder jung und knackig! Yay! Die Frage ist natürlich, sind wir wirklich in der Vergangenheit und wissen die das? Oder halt einfach nur so wirklich, naja, ach, ich weiß nicht. Guck mal, es ist alles wieder schön und es lebt wieder alles, ob Luna auch noch lebt? Ja, jedenfalls, ich bin immer noch kacke. Ja, mal, jetzt. Wir hatten ja noch so viele Aufgaben. Ich hoffe, die habe ich jetzt. Ich habe die natürlich noch alle. Stufe 44 könnte ich sogar schon schaffen. Aber wir haben ja halt echt so viele Sachen noch zu machen. Und ich wollte halt zumindest noch ein bisschen machen. Zum Beispiel die Baloo-Minen. Na, wie gesagt, wahrscheinlich nicht jede Mini-Zeitquest, nicht jeden Fisch fangen. Das ist halt wirklich was ich dann privat machen werde. Aber ich würde halt gerne wirklich noch euch ein bisschen was vom Spiel mehr zeigen. Auch von Altischia sind wir ja gar nicht dazu gekommen, wirklich es zu erkunden, weil es so schnell ging. Von daher, hoffe ich, versteht ihr das, dass wir es nicht direkt zum Finale rushen, sondern halt uns wirklich noch Zeit nehmen, das Spiel ein bisschen mehr zu erkunden und, ja, wie gesagt, ich werde beim zweiten Mal privat es sicher selbst
viel mehr machen im Spiel. Ich weiß, es gibt noch viel mehr im Spiel zu entdecken. Aber ein bisschen möchte ich euch halt zumindest noch teilhaben lassen. Und ja, für heute ist aber erstmal genug. Es ist jetzt schon wieder, oh, naja, kurz nach 12. Das geht ja noch. Und ja, ich, guck mal, Ignis kann sogar noch sehen. Juhu! Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part und schauen mal, dass wir ein bisschen Zeit questen und dann vielleicht auch wirklich uns hier eine Suite gönnen. Weil hier war ja dreimal Erfahrungspunkte und ich brauche echt Erfahrungspunkte, glaube ich, für den letzten Kampf. I don't know. Gut, dann schauen wir mal, wie es weitergeht im nächsten Part mit ein bisschen Zeitquesten, gäh, und ein bisschen umschauen und schön machen und nochmal ein bisschen ruhen lassen, bevor es weitergeht zum finalen Kampf, ne? Also, bis dann. Ciao.